Abbruch mit dir. Was ist da Unbekanntes? Vielleicht wieder irgendwas, wo ich nicht rankomme. Bleibt unbekannt. Ah, ne, eine Höhle, wo wir tatsächlich reinkommen. Mal gucken, wie weit. Besonders weit anscheinend. Irgendwann werde ich schon trocknen. Okay. Müsste hier theoretisch noch andere Eingänge haben, die Höhle. Aber da komme ich nicht lang. Ich darf hier nirgendwo hochklettern. Na gut, einen Grünglanz nehme ich. Mal das Lagerfeuer da hinten noch freischalten. Möglichst ohne den Donnerkiefer zu triggern. Wo auch immer der hier rumstappt. Der Wald gefällt mir irgendwie, da fühle ich mich wie zu Hause. Das sind Stachelrücken. Das da vorne wird wahrscheinlich das Lagerfeuer für die Brutstätte sein, nehme ich an. Da bin ich mal gespannt, was wir dann hier wieder für Mechaniken haben, was wir da für Überbrückungen freischalten. Ich habe mich neulich auch mal gefragt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie das gehandhabt ist. Beziehungsweise wie es im ersten Teil war. Kann man mehrere Maschinen gleichzeitig überbrücken? Ich glaube an sich schon, oder? Kann man sich da wie so eine kleine Armee zusammenstellen? Ich weiß es eben nicht mehr genau. Ich weiß nur mal noch, im ersten Teil gab es eine Gegend, wo zwei Donnerkiefer durch die Gegend gestapft sind um so einen See rum. Und da war ich dann schon im Endgame, hatte gelernt, Donnerkiefer zu überbrücken. Und dann hatte ich einfach den einen überbrückt. Dann habe ich die gegeneinander kämpfen lassen. Das sah sehr episch aus. Okay, da sind immer so Hüpfdinger. Ah, so ganz Spitzensprungschläge. Der ist schwach gegen Löschwasser. Ich habe tatsächlich inzwischen sogar was mit Löschwasser. Diese Maschine soll Jäger töten. Ne, der war zu weit weg. Thank you.
So, keine Blitze mehr für dich. So, kaputt. Der andere, der hüpft da hinten noch rum, der hat gar nichts mitbekommen. Eigentlich können wir den doch vermutlich ignorieren sogar. Sieht hier ein bisschen kaputt aus. Das muss der Boden aus Metall sein, von dem die T'Nacht sprachen. Sieht aus wie eine Brutstättentür. Aber anders. Die lässt sich nicht hacken. Ah. Wenn ich anders reinkomme, finde ich bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Da drüben angeblich gibt es einen anderen Eingang. Ah. Hinter der Felswand hier vielleicht irgendwo? Ja, hier ist eine ganze... So eine ganze Furche einfach, so eine Klippe. Ich komme! Ah, da sieht's doch aus, jetzt können's reingehen, oder? Der Spalt ist riesig. Wo es hier wohl hingeht? Der Spalt ist riesig, so, so. Geben wir uns doch mal in diesen riesigen Spalt. Ziemlich feucht hier, die Spalte. Ein bisschen einsturzgefährdet, habe ich das Gefühl. Das muss die Brutstätte sein, die ich von oben nicht erreichen konnte. Sieht kaputt aus. War wahrscheinlich auch das Erdbeben. Hoffentlich ist der Kern noch intakt. Ich sollte mit Frostmunition schießen. Ich muss mal gucken, wo ich hier lang muss. Dann spare ich mir noch meine gute Frostmunition. Das kriege ich auch so hin. Muss ich hier runter? Irgendwie hier mit dem Nebel und mit der Beleuchtung tue ich mir gerade ganz schwer im Sehen. Rahmenschmelzer, automatisierter Maschinenfertiger. Ist aber ziemlich kaputt. Hier ist alles ziemlich hinüber. Ich glaube nicht, dass ich da runter sollte. Ich weiß nicht. Gehen wir hier weiter. Das ist ein bisschen unheimlich hier. Okay, vielleicht musste ich doch da vorne runter. Aber da geht's ja nicht weiter. Da drüben wahrscheinlich. Bitte vergebt mir, falls ich irgendwelche Sachen übersehe, weil wie gesagt, ich sehe da irgendwie gerade ganz schlecht. Hier werden irgendwelche Maschinen gefertigt. Ist ja in den meisten Brutstätten der Fall. Ist das eine Schmiede? Sie scheint Maschinenteile herzustellen. Oder machen die hier nur die Einzelteile und sonst bauen die halt irgendwie zusammen. Entschuldigung.
wollte euch nicht ignorieren. Ich wollte mich hier nur die Umgebung mal ein bisschen angucken. So, lass mich nochmal gucken, was das Ding hier macht. So ein Lava-3D-Drucker. Eine Lava-3D-Drucker-Krabbe. Irgendwie cool. Hier wieder irgendwelche Goodies? Glaube ja. Wait. Nee, hier. Kam ich hierher? Ich glaube, hier kam ich her, ne? Ja, hier kam ich her. Nicht, ob er mich sieht, wenn ich hier hinter sitze. Aber sonderlich versteckt bin ich eigentlich nicht. Auch keine Munition und keine Gegner mehr. Für den Moment zumindest. Diese Schmieden. Vielleicht kann ich über sie zur anderen Seite klettern. Wenn ich da aus Versehen reinfalle, werde ich dann mit Maschinenteilen verschmolzen und werde zu so einer Art Cyborg, Aloy. Da könnte ich mich reinhacken. Ja, lass mich erstmal einen Moment umgucken. Ja. Aber hier drüben ist ja... Ach so, weil hier ist ein Abgrund. Und da komme ich nicht rüber. Der Spalt ist zu groß. Ich muss einen anderen Weg finden. Aha, der Spalt ist jetzt wieder zu groß. I see, I see. Ansprüche haben wir auch noch. Da sollte ich hochklettern können. Dann rechts lang. Loot. Vielleicht steht da irgendwo drauf, dass man seine Finger von beweglichen Kleinteilen fernhalten soll. Ich glaube, da muss ich warten, bis das runterfährt, weil hier komme ich, glaube ich, nicht rüber. Oder so. Ich habe da echt Angst, mir irgendwelche Finger oder sonstigen wichtigen Körperteile einzuklemmen. Was sagt der Arbeitsschutz dazu? Mich da irgendwie rüber. Okay. Gut, das ging ja recht geschmeidig. Hinter diesen kaputten Platten ist etwas. Vielleicht kriege ich sie kaputt. Schon passiert. Ich mag diese ominösen Türen. Ich bin so ominös. Auch mit diesen ganzen Kabeln, das sieht mal alles so organisch aus.
ist noch wer da? Da ist noch jemand. Feuer wird hier nicht helfen. Und da ist noch eine Stachelschnauze. Okay. Wie passt das denn hier zusammen? So, jetzt ist Ruhe. Das sieht hier alles so mystisch und unheimlich, aber cool aus. Okay, da komme ich irgendwie hoch. Hier kann ich irgendwo durchgucken. Da baumelt irgendwie ein Langhals? Fragezeichen? Ja. Ich meine, klar, irgendwo müssen sie Langhälse bauen, aber... Cool. Damit komme ich vielleicht hoch zur Lüftung. Achso, hiermit. Klettern, Aloy. Ich weiß, dass du weißt, wie es geht. Theoretisch. Ist irgendwie Loot, wie komme ich da hin? Vielleicht außenrum. Wow. Das wird hier also hergestellt. Ein Langhals. Das Erdbeben muss den Prozess unterbrochen haben. Oh. Der Arme. Hier muss auch jemand stolz drauf gewesen sein, weil ich konnte jetzt gerade ewig die Kamera nicht bewegen, bis ich tatsächlich einen Schritt nach vorne gemacht habe. Es war so, guckt euch das hier an. Ich meine, das sieht auch sehr gut aus. Aber es sieht auch sehr falsch und zombie-mäßig aus, so ohne Kopf. Vielleicht können wir ihm ja helfen, vielleicht können wir den reparieren. Müssen wir hier dann ausnahmsweise mal nichts weiter bekämpfen? Da greift uns garantiert noch irgendwas an. Da liegt der Kopf. Ah. Ich muss nur den Kern freilegen und die Überbrückungen holen. Aber was ist mit dem Langhalsi? Wir müssen dem helfen. Ja, der Arme. Da elektrisiere ich mich nur, da darf ich nichts machen. Dann mach ich halt mal den hier. Das natürlich kann nicht konnte gut ich was angreifen. Ah, so ein Viech. Was bist du empfindlich nochmal? Gegen Säure, okay, hätte ich mir denken können. Au.
Okay, Säure haben wir schon mal. Die treffen nicht ganz da, wo ich sie haben will. Jetzt will ich nicht meine wertvollen Pfeile verschwenden. Das hat das abgetrennt, was ich wollte. Wenn ich jetzt nur einen an den Schwanz kriege, wäre das ganz toll. Yes. Oh, da ist aber jemand sauer. Ich habe hier gerade einen Schwanz abgetrennt. Eigentlich sollte das den Schwanzangriffe beenden. Okay, Zeit für die Überbrückungen. Zeit zum Bluten. Stufe 35 erreicht, 7 Fertigkeitspunkte. Ja, nice. Mal kurz, bis die Anzeige weg ist, sonst resettet die jedes Mal, wenn ich hier irgendwas aufhebe. So, hab ich nur irgendwas übersehen? Hier hinten ist ein kleines Vorratslager anscheinend. Das ist da, wo der rauskam. Nee, da passt ja gar nicht durch. Ich hab's einfach übersehen. Aber können wir ihnen jetzt gar nicht helfen? Hallo. Zeit für ein paar Maschinenüberbrückungen. So, was lernen wir denn wieder Schönes? Ah, Sprungschläger. Grauhabichte, okay. Pflanzenhorn. Langbeine, auch nicht schlecht. Krallenschreiter. Mehr unvollständige nice. Überbrückungen. Okay, eine unvollständige für die Vögel und eine unvollständige für Brüllrücken. Und eine unvollständige für Verwüste. Und Gott für Schnapp. Also was denn noch alles? Und für Rollrücken. Okay, wir lernen echt viel in den Blutstätten hier. Vorsicht, wo du hintrittst. Scheint diese Plattform zu blockieren. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Warum hat sie das gerade gesagt? Wie wenn man halt so voll stumpf so eine Tutorial-Nachricht irgendwie vorlesen würde. Ein Langhals scheint diese Plattform zu blockieren. kann ich den hochklettern? Suche nach einem Ausgang. Ist ja... Da ist ein Energieschild. Da ist ein noch größeres Energieschild. Unter dem Kern scheint Platz zu sein. Vielleicht kann ich mich durchquetschen. Sicher, dass das so eine gute Idee ist? Und wer weiß, wo das hinführt? Das ist ja keine Garantie, dass wir da rauskommen irgendwo. Aber wenn du meinst... Ruhig. Nur nicht runterfallen.
Okay. Viele Ausgänge, die hier auch überall reingebaut haben für Brutstätten, in die eigentlich Menschen gar nicht rein sollen. Um Gottes Willen. Das sieht sehr schmerzhaft aus da unten. Wir hätten theoretisch gleich weiter hüpfen können. Fast geschafft. Vorsichtig. Das mache ich kein zweites Mal. Ja, nicht, wenn sich's vermeiden lässt. Okay. Oben läuft irgendwas. Ich bräuchte sehr viel Säure, um sie zu erledigen. Da war aber noch Loot hier in der Ecke. So, jetzt müssen wir hier oben. Da können wir wieder eine Brücke erschaffen, glaube ich. Genau. Ist auch immer sehr cool. Der Langhals geht so schnell nirgendwo hin. Von wie vielen Winkeln wir den einfach immer wieder angucken können. Also ich glaube, wer auch immer hier diese Brutstätte gemacht hat, der war stolz auf seine Arbeit und wollte, dass wir das alles auch auf jeden Fall ganz viel sehen. Alter, wie viel ist denn hier noch? Ich dachte, wir wären hier schon durch. Diese Lüftungen helfen mir hinüber, wenn ich es richtig abpasse. Oh. So viel zum richtig abpassen. Mich. Hättest dich da drüben festhalten können. Ja. Wollte mich nur da drüben festhalten, aber nein. Frau Aloy muss ja wieder runterfallen. Können wir ein bisschen geschwind hier lang klettern, bitte? So, jetzt hier festhalten. Dann warten wir mal noch einen Zyklus ab. Und gehen dann da wieder hoch. Mal ein bisschen Klimmzüge hier. Manchmal ist der Magnetismus ganz gut. Der einzige Weg hinüber führt nach oben. Das sind lauter so Kisten von den Panzerwanderern. Die können wir hoch. Wir müssen weiter hoch. Ganz weit hoch. Nur nicht nach unten gucken. Hui, 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 hui.
deswegen lässt die Brutstätte den Langhals im Kern nicht raus. Ha, ihm fehlt der Kopf. Das fällt dir jetzt erst auf. Kann ich den Ausgang freimachen? Ist es hier gerade ein bisschen laut? Ich bin nicht willkommen. Hallo? Variante, ne? Oh Gott, wie viele denn noch? Ist jetzt der Gräber hingegangen? Au! wo spawnen wir jetzt wieder? Hier, hier oben. Müssen wir jetzt alle von denen nochmal bekämpfen? Ja, die sind jetzt alle wieder da. Frostmunition bringt hier nicht viel Schaden. Jetzt, diesmal ist es nur ein Gräber. Und das bis jetzt. Also Wühler. Wühler und Gräber. Nein, 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 er schubst mich hier nicht wieder runter. Ja, aber da klemmt irgendwie was. Außer den Maschinen, die wir da jetzt gerade überall reingeschubst haben. Ob wir das hier lösen können. Da können wir noch was kaputt machen auf jeden Fall. Ah, das sind... lauter Langhalsköpfe. Cool. Die haben hier echt Langhälse am Fließband hergestellt. Stay.
bengelt allerdings ein bisschen laut. So sollte ich zum Kopf kommen. Ja. Darüber. Dieser Metallarm. Mit dem richtigen Timing kann ich runterspringen. Ich hoffe mal, ich habe das richtige Timing. Jetzt! Gut, danke, Eloy. Was mache ich jetzt? Vielleicht kann ich es aufhebeln. Wow. Das schwebt hier wie auf so einer Magnetschwebebahn jetzt. Cool. Oh oh, ich habe Gesellschaft. Ja, ihr seid ein bisschen weniger cool hier. Ihr schubst mich hier nicht runter. Habt ihr hier? Ihr schubst mich doch runter, okay. Wo haben die überhaupt Steine her? Hier ist alles nur Metall. Ja, für die Sequenz steige ich mal auf die besseren Pfeile um. Oh oh, ich habe Gesellschaft! Wanderer. So, wer noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Da vorne muss ich eh aussteigen. Muss ich hier gleich aussteigen auch. Weil durch die Wand da komme ich nicht durch. Und dann kann ich hier alles noch looten. Da komme ich da hoch. Ich muss erstmal hier unten aufräumen. Kriegen wir noch lauter gute Sachen. Noch was? Komme ich da ran? Ja. So, das müsste es doch eigentlich relativ gewesen sein. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt langhaltig hier zusammenbauen können. Ich bin gespannt. Ich kann hören, wie der Kopf repariert wird. Zeig, ich will es sehen. Ich will es nicht nur hören. Kopf sitzt. Der ist wieder ganz. Oh. Oh, der Metallarm hält ihn fest. Wenn ich den Langhals überbrücke, könnte ihn die Schockwelle losreißen. Können wir auf dem Langhals nach draußen in den Sonnenuntergang reiten? Das wäre cool. Wir können auch einfach runterfallen. Komme ich da jetzt wieder hoch? Gibt es hier ein Failsafe für dumme Menschen wie mich oder muss ich den ganzen Weg wieder zurücknehmen?
Oh, sag mir nicht, ich muss jetzt wieder den ganzen Weg zurückklettern. Falls ja, schneide ich das raus und wir sehen uns dann hier gleich wieder. Ich gucke nur noch mal schnell. Aber ich befürchte fast ja. Gibt's hier keinen Shortcut? Aha, dann bis gleich. So, wir sind wieder hier. Ich hoffe, diesmal falle ich nicht runter. Okay, hier schon mal nicht. Wir haben noch Gelegenheit runterzufallen, aber ich hoffe mal, ich schaffe es jetzt hier rüber. Wir retten dich, Halsi. Los geht's. Wieder frische Luft zu atmen. Und die Aussicht ist auch nicht übel. Warum war das so episch? Wow. Was für eine schöne Lichtstimmung auch. Rosa. Und jetzt haben wir hier den Langhals. Und hier oben zumindest die Karte aufgedeckt. Ach, da drüben ist noch ein Beuteunternehmer oder sowas. Siehst du, das wissen wir jetzt alles. Weil wir jetzt hier die Karte sehen. Gottes Willen ist hier, Gottes Willen ist hier noch viel los. Nice, nice, nice. Jetzt haben wir hier oben einfach mal einen Langhals freigelassen. Wie cool. Theoretisch, wenn wir noch ein bisschen warten und uns dann abseilen. Obwohl diese Entladung, die hatte der schon im der Blutstätte, oder macht er das jedes Mal? Weil sonst müsste das hier die ganzen Maschinen eigentlich ausschalten. Ja, schade, er entlädt sich nicht mehr. Dann halt ohne. Dann war das hier gerade ein bisschen ungünstig, aber naja. Wir sind ja schnell. So. Was für geiles Licht hier. So schön. Das Spiel ist echt so schön immer. Ah, guck, da läuft er.